Mit angespanntem Blick betritt Alfons Schubeck den Münchner Gerichtssaal am letzten Prozesstag. Wegen Steuerhinterziehung wird der Starkoch zu 3 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt. Schubecks Verteidiger hatten eine Bewährungsstrafe gefordert. Der 73-Jährige zeigte sich geständig, doch es gibt keinen Promi-Bonus. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Beim Angeklagten Schubeck hat die Staatsanwaltschaft eine Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren, 6 Monaten beantragt, weil wir davon ausgegangen sind, dass es doch eine erhebliche kriminelle Energie ist. Es sind viele Taten über einen langen Zeitraum hinweg. In diesem Fall ist ja ein extra Tool programmiert worden, um diese Entnahmen zu verschleiern. Alfons Schubeck zählt zu Deutschlands bekanntesten Gastronomen. Von den Fußballern des FC Bayern bis hin zu Arnold Schwarzenegger und Angela Merkel. Der Bayer bekochte sie alle. Schubeck betreibt mehrere Restaurants. In 2 davon, so das Gericht, hat der Koch das Kassensystem manipuliert und 2,3 Millionen Euro am Finanzamt vorbeigeschleust. Wie Sie heute gesehen haben, hat unser Mandant, Herr Alfons Schubeck, für die zum Teil lange zurückliegenden Taten die Verantwortung übernommen. Er bedauert das Geschehene natürlich sehr. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Schubecks Verteidiger haben die Möglichkeit, innerhalb einer Woche Revision einzulegen. Ob der Koch das in Anspruch nehmen will, ist noch unklar.